Hereinspaziert zum Achtelfinale des Westfalenpokals der A-Junioren. Wanne-Eickel empfängt den großen BVB. Die U19 der Schwarz-Gelben als Bundesligist der klare Favorit. Wanne-Eickel spielt 3 Ligen tiefer in der Bezirksliga. Rein in die Partie. Borussia Dortmund in den dunklen Trikots von links nach rechts übernimmt von Beginn an die Initiative. Robin Lukaku mit ganz viel Platz wird nicht gestört. Yasin Ibrahim steht goldrichtig. 1:0 Dortmund. Nach 19 Minuten ist der Bann gebrochen. Niklas Simpson kann den Ball nicht festhalten, wehrt etwas unglücklich ab. Ibrahim bringt den BVB auf die Siegerstraße. Nur eine Minute später nimmt der BVB-Express wieder Fahrt auf. Enrique Peña Zauna, viel fehlt da nicht zum 2:0. Borussia Dortmund, Tabellenzweiter der A-Junioren-Bundesliga West, in allen Belangen überlegen. Wanne-Eickel kann das Tempo der Schwarz-Gelben nicht mitgehen. Samuel Oers ist da völlig frei und lässt sich diese Chance nicht entgehen. Stellt auf 2:0 für den BVB. Und das ist auch mehr als verdient. Wanne-Eickel vergisst hier den Rückraum komplett und öffnet die Tür für Oers. Dortmund bleibt aktiv, hält das Tempo hoch und nutzt die spielerische Überlegenheit. Wieder ist es Zauner, tolle Parade von Simpson im DSC-Tor. Die 33. Spielminute. Florian Dix-Neumann mit diesem überharten Einsteigen sieht zu Recht die rote Karte. Denn er nimmt eine Verletzung seines Gegenspielers billigend in Kauf. Der BVB in Überzahl, jetzt natürlich mit noch mehr Räumen. Das ist Robin Lukaku und das ist wieder Simpson. Nächste starke Parade. Er der beste DSCler. Zweiter Durchgang in der Mondpalast Arena in Herne spielt weiter nur ein Team und das trägt die Farben Schwarz und Gelb. Wanne-Eickel bekommt den Ball nicht raus. Robin Lukaku schiebt locker ein. Das 3:0, eine knappe Stunde, ist da gespielt. Borussia Dortmund also voll auf Kurs, Westfalenpokal Viertelfinale. Und der BVB macht weiter. Alabakir, sowas von frei, kann den Ball sogar noch annehmen. Der muss natürlich rein, das weiß er selbst. Die nächste Großchance gibt's kurz danach. Der eingewechselte Terzi wird hier gefoult. Strafstoß. Enrique Peña Zauna ganz souverän. 4:0 für Dortmund. Der BVB lässt trotz Rumpfelf zu keiner Zeit Zweifel aufkommen. Einige Spieler sind für die Nationalmannschaften abgestellt. Dazu kommen zahlreiche Verletzungen. Einen haben wir noch. Tolle Kombination über rechts. Aber Zauner will es zu schön machen, verpasst einen weiteren Treffer. So bleibt es am Ende beim 4:0 für die U19 von Borussia Dortmund. Die Pflichtaufgabe gemeistert und auch der Underdog kann zufrieden sein. Insgesamt würde ich sagen, erstmal für die Jungs war es natürlich ein Highlight. Haben die Jungs sich verdient. Sind dann natürlich mit der roten Karte ein bisschen auch ins Hintertreffen geraten, sodass wir dann mit dem 4:0 am Ende, glaube ich, ja, recht zufrieden sein können. Man vielleicht vorher auch nicht mitgerechnet, 0-4 gegen Bundesligisten, gegen eine der Top-Mannschaften der Bundesliga ist, glaube ich, absolut in Ordnung. Für den BVB geht's im Viertelfinale am 3. April gegen den Bundesligisten SV Rödinghausen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schenkt uns einen Like und kommentiert dieses Video. Habt ihr auch ein überragendes Tor, eine lustige Fail-Aktion oder eine sensationelle Parade gefilmt? Dann schickt uns per Mail euer Video mit allen Infos.